Organisation, die über allem steht und die funktionierende Weltform komplett fehlerfrei und über jeden Zweifel haben. Ihr könnt es euch vermutlich schon denken, aber ganz so richtig ist es nicht, denn heute sprechen wir über die Weltregierung. Aber gehen wir doch einfach mal Schritt für Schritt durch. Die Weltregierung bildet tatsächlich die Struktur innerhalb der Welt von One Piece und es gibt dafür auch einen ganz guten Grund. Vor circa 800 Jahren entstand die Weltregierung aus... Das wissen wir nicht genau. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass es in der Welt von One Piece 100 Jahre gibt, die nicht dokumentiert sind. Wir wissen einfach nicht, was genau dort passiert ist, zumindest noch nicht. Es gibt aber einige wenige Persönlichkeiten innerhalb der Welt von One Piece, die eben genau wissen, was dort passiert ist. Beispielsweise die Roger Crew, zumindest einige davon. Um aber beim Thema zu bleiben, was auch immer in diesen 100 Jahren passiert ist, führte dazu, dass sich daraus die Weltregierung, wie wir sie heute auch kennen, erhob und mit ihr die 20 Gründerkönigreiche, die auch noch bis heute existieren. Und was macht sie seitdem? Tja, was eine Regierung halt so macht. Regieren, Politik, über die Welten wachen, ganze Inseln vernichten, Piraten jagen, das übliche halt. Ja, man kann's aus dem Kontext lesen, aber die Weltregierung hat keine weiße Weste. Vor circa 20 Jahren, also vor gar nicht so langer Zeit, kam es zum Zwischenfall auf Ohara. In genau diesem Jahr beschließt die Weltregierung, die Teufel von Ohara zu beseitigen, da diese das leere Jahrhundert erforschten und vor allem auch die Sprache der Poneglyphe, was absolut verboten ist. Und daher kommt es zu einem Buster Call und Ohara verschwindet für immer von den Seekarten dieser Welt. Keine Gefangenen, keine Überlebenden. Keine außer... naja... Das ist ein Thema für ein anderes Video. Was man aber ganz klar erkennen kann, die Weltregierung will nicht, dass die Menschen erfahren, was damals passiert ist. Was ihr da jetzt hineininterpretiert, überlasse ich komplett euch. Kommen wir aber mal zu einem besser greifbaren Thema. Aus wem genau besteht denn nun eigentlich die Weltregierung? Ich habe vorhin ja schon mal die 20 Königreiche erwähnt und ihre Könige bzw. Gründer leben heute natürlich nicht mehr. Aber aus ihren Blutlinien gehen die Tenryubito hervor, bzw. im Deutschen heißen die Himmelsdrachenmenschen oder auch Weltaristokraten. Diese leben im heiligen Land Marijoa und es gibt nur eine Gründerfamilie, die sich dagegen entschieden hat, eben dort zu leben, die Nefertarian-Familie. Ja, Vivi und Co. sind theoretisch Tenryubito. Über den Tenryubito stehen die fünf Weisen, auch als Gorosei bekannt. Zumindest sind sie eine Art Rat aus ihnen. Ob sie wirklich mehr Macht haben oder ob ihr Mord mehr Gewicht hat unter ihnen, ist nicht zu 100% geklärt. Sie sind aber in jedem Fall die höchste politische Instanz und erst vor kurzem haben wir gelernt, dass über ihnen noch jemand steht, aber er lebt im Geheimen und somit ist er vermutlich offiziell auch keine Person, die mehr Macht hat. Inoffiziell kann man darüber spekulieren. Ich spreche dabei von Imsama und genau da hört auch schon unser Wissen über ihn auf und selbst beim Pronomen ihm bin ich mir nicht 100%ig sicher. Wir leben ja immerhin im Jahr 2019 und da kann man sich nie sicher sein, selbst wenn man eine Person schon mal gesehen hat. Wie dem auch sei, Imsama hat trotz allem schon eine große Fangemeinde, aber in One Piece selbst ist er noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Kommen wir jetzt von der Führung ein wenig mehr zur Streitmacht. Die lässt sich auch grob dreiteilen. Man spricht dabei auch von der Dreimacht der Weltregierung, die habe ich tatsächlich im letzten Video schon angeschnitten. Und die besteht aus dem CP-Geheimdienst, der Marine selbst und den Samurai der Meere. Die Marine klammern wir hier mal aus, weil über die gibt es ja schon ein eigenes Video. Wir beschäftigen uns hier also mit der CP und den Samurai. Wir beginnen mit den CP-Einheiten. Zuerst mal das Wichtigste, CP steht für Cypherpol und dahinter verbirgt sich der Geheimdienst. Es gibt Cypherpol 1 bis 8 ganz offiziell und über die ist nur wenig bekannt, denn die waren auch nur für einige wenige Flashbacks wichtig. Aber es gibt noch zwei weitere Abteilungen, die CP9 und die CP-Aegis-Zero. Die CP9 ist streng geheim und agierte um den Enies Logi-Arc herum. Diese zeigt uns auch zum ersten Mal die Formel 6 und das ist eine Kampftechnik, die speziell von der Weltregierung entwickelt wurde. Diese brachten uns auch einige der besten Kämpfen sowie einen grandiosen Arc, der meiner Meinung nach mit zu den besten in One Piece gehört. Wenn ich jetzt wirklich im Detail darauf eingehen würde, was dort alles passiert ist, wäre das Video bestimmt über 30 Minuten lang. Daher hebe ich mir dieses Thema mal einfach für ein anderes Video auf, obwohl ich es nicht geplant habe, die Anfänger-Guides mit reinzumachen, aber eventuell mache ich mal irgendwann eine Art Add-on-Serie. Naja, wer weiß. Für uns in der neuen Welt ist die CP0 eher am interessantesten und wir einigen uns einfach mal auf, das Aegis wegzulassen, okay? Cool. Die CP0 steht an der Spitze von Cypherpol und sie trägt auch den Titel stärkste Einheit der Weltregierung und gleich hier muss ich einmal einhaken. Damit ist nicht gemeint, dass diese stärker sind als die Admirale, denn sie sind keine Einheit der Weltregierung, sondern der Marine. Bringt das bitte nicht durcheinander. Was die CP0 bisher auszeichnet, ist, sie auftreten in kleinen Gruppen, die meist nicht mehr als 3 Leute zählen. Abgesehen von Reverie, da waren 4, aber das ist auch gerade nicht so wichtig.
Und auch wenn ihre genauen Aufgaben meist sehr geheimnisvoll waren, kann man sich sicher sein, dort wo sie auftauchen werden, wichtige Dinge passieren, die meist auch in Verbindung stehen mit Ärger. Viel Ärger. Wir konnten die CP0 bisher auf Dressrosa, Whole Cake Island und Wano Kuni sehen und auf jeder dieser Insel haben wichtige Persönlichkeiten oder Piraten die Macht gehabt, beziehungsweise irgendwann mal gehabt. Und tatsächlich haben einige der Charaktere, die damals die CP9 gebildet haben, ihren Weg auch in die CP0 gefunden, aber sehr viele sind bisher nicht bekannt, was aber auch daran liegt, dass die CP0 ein noch sehr selten behandeltes Thema ist. Bisher kennen wir lediglich Rob Lucky, Eki, Spandam und Stussy? Stussy? Lucky? Lucci? Passagier. Ist ja auch egal. Anyway, das sind die vier Charaktere, die wir sowohl namentlich als auch vom Aussehen her kennen. Dann gibt's aber mindestens noch vier weitere Mitglieder, von denen wir bisher aber lediglich wissen, dass sie sehr hochgewachsen sind. Denn eine Sache, die die CP0-Agenten echt gerne tun, ist es, sich zu verschleiern. Kommen wir aber zur letzten einer, die ich selbst noch nicht besprochen habe. Und dabei geht es um die Samurai der Meere, die auch als Chichibukai bekannt sind. Das sind sieben geduldete bzw. der Weltregierung unterstellte Piraten, die aufgrund ihres Titels komplette Immunität ihres Piratendaseins genießen. Das klingt nicht nur so, als wäre es ein Freibier für jeden Einzelnen der Samurai, das ist es auch. Nicht jeder nutzt den schamlos aus, es gibt aber definitiv einige schwarze Schafe. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Um ein Samurai zu werden, muss man sich auf der Grand Line einen Namen gemacht haben und man muss die Gunst der Weltregierung verdient haben und ihr gegenüber loyal sein. Das sind zumindest die offiziellen Versionen, dass sich da nicht jeder so lückenlos dran hält, muss ich hier glaube ich nicht nochmal wiederholen. Tatsächlich genießt dieses System keine lückenlose Zustimmung, gerade in der Marine gibt es einige Leute, die dieses System hassen oder zumindest keinem der Samurai vertrauen würden. Zum Beispiel Smoker oder Kizaru. Aber der größte Gegner dieses Systems innerhalb der Marine ist wohl Fujitora, der sich selbst auch das Ziel gesetzt hat, dieses System abzuschaffen, was er wohl auch auf der aktuellen Reverie versuchen wird. Ob er dabei Erfolg hatte, wissen wir noch nicht. Um aber mal ein paar Namen in den Raum zu werfen, kommen wir mal zunächst zu den Samurai, die immer noch ihre Titel haben und ihn halt nicht im Laufe der Zeit verloren haben. Das wären zum einen Mihawk Falkenauge, Bartholomäus Bär und Boa Hancock. Dann gibt's noch Charaktere, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Das wären unter anderem Buggy, Edward Weeble, Marshall D. Teach, Trafalgar Law und im Laufe der Zeit aus dem Titel enthoben wurden auch Trafalgar Law, Gecko Moria, Jinbei, Doflamingo, Sir Crocodile und Marshall D. Teach. Gerade er ist da ein besonderer Fall, weil er aber noch kurzzeitig bei der Weltregierung hat sie auch ganz schön ans Licht geführt und das ist auch einer der Gründe, warum das System so stark kritisiert wird. Und die aktuellen Samurai bilden sich eben auch aus Buggy, Mihawk, Bartholomäus, Boa Hancock und Edward Weeble. Und ja, es sind die sieben Samurai, also fehlen da aktuell zwei und mehr sind aber leider nicht bekannt. Im Falle von Crocodiles Austritt wurde ein Treffen einberufen, um seine Nachfolge zu bestimmen. Dort kam dann by the way auch Blackbeard zu den Samurai. Ich gehe einfach mal davon aus, dass so ein Treffen wieder erforderlich sein müsste, aber vielleicht gibt es dafür auch gar keinen Anlass. Wie ich vorhin erwähnte, Fujitora könnte bereits für die Abschaffung gesorgt haben. Ach ja, eine Sache, die ich noch vergessen habe und unbedingt erwähnen muss, während man Samurai ist, wird das Kopfgeld eingefroren. Jedes Kopfgeld, das wir von den vorher genannten Charakteren kennen, ist nicht mehr aktuell und vermutlich schon relativ alt. Behaltet das also dabei im Hinterkopf. Und damit wäre auch die Weltregierung relativ simpel erklärt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kam das Video extrem vollgeschöpft vor. Wir kommen tatsächlich mit den Anfängerguides ganz gut voran und da ihr wieder dabei wart und das ihr gerade hört, gehe ich mal auch davon aus, dass euch die Videos Spaß machen. Nächstes Mal beschäftigen wir uns dann ein kleines bisschen genauer mit den Revos. Seid darauf gerne gespannt. Jetzt vergesst auf gar keinen Fall, eure Pfandflaschen zu recyceln und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, sage ich ciao und tschüss.